Welcher Duft ist das Original? Boah, das ist schwer. Die beiden wissen nicht, was hier auf den Streifen ist. Die wissen das wirklich nicht. Das ist hier alles anonym abgelaufen. Weißt du, wie der riecht? Der riecht wie so ein billiger Kaugummi aus so einem Automaten, der schon seit 30 Jahren an irgendeiner gammeligen Hauswand hängt. Also ich würde sagen, ich habe den Dupe, du hast das Original. Hallo meine Lieben, willkommen auf diesem gut duftenden Kanal. Mein Name ist Angelina Patchouli und wir werden heute eine Challenge machen. Und zwar geht es um Dupe versus Originalduft. Die beiden Männer hier neben mir werden einen Originalduft testen und einen Dupe dazu und sagen, welcher Duft ist das Original. Wir haben hier einmal Oliver. Und einmal Jonas. Jonas hat auch einen YouTube-Channel, für den wir nachher ein Video machen werden, gell? Ja, genau. Wir machen ein Blind-Tasting. Wir machen ein Blind-Tasting auf meinem Kanal. Schaut doch mal vorbei. Und los geht's mit dem Video. Ich werde euch einblenden, welcher von den beiden gerade das Original in der Hand hat und welcher von den beiden gerade den Dupe riecht. Also ihr seht das und die beiden wissen nichts. Ich habe hier eine heilige Liste, auf der draufsteht, welcher Duft gerade echt ist, also das Original ist, und welcher Duft einfach geduped ist. Und ja, los geht's mit dem ersten Duft. Wir haben wieder eine Assistenz. Vielen Dank! Also hier steht einfach nur drauf, dass es jetzt um Leighton geht von Parfüm de Mali. Und hier steht eine 1 drauf und hier steht eine 2 drauf. Die beiden wissen jetzt nicht, ist 1 original, ist 2 original. Deswegen fangt einfach mal an. Ich schau mal kurz. Also es riecht auf jeden Fall nach Leighton. Meiner, würde ich sagen. Meiner riecht auch nach Leighton. Also. Ja, welcher ist original? Die beiden werden auch gleich tauschen. Es bleibt spannend. Beschreib mal den Duft. An sich einfach mal den Duft. Süß, ist auch würzig. Ich würde sagen, ihr tauscht jetzt. Ja. Ihr habt ja jetzt mal gerochen. Aber meiner riecht schon fast gar nicht mehr so. Also, okay. Ja. Also ich habe auf die Streifen ordentlich was draufgesprüht. Okay. Ich rieche hier kaum noch was. Ich glaube, du hast mir alles weggerochen. Ich würde sagen, der riecht süßer, aber weniger würzig. Mhm, okay, als der erste. Mhm. Also wenn man jetzt einen direkten Vergleich hat, riecht man einen minimalen Unterschied. Also ich würde sagen... Es bleibt spannend. Das ist der Dupe und den ich als erstes hatte, ist das Original. Würdest du sagen? Ja. Also du hast jetzt momentan den Dupe in der Hand? Ich habe die Nummer 1 und ich würde sagen, das ist der Dupe. Okay, und du? Also dann sag ich, ich habe jetzt gerade den Dupe. Und du sagst... Du hast den Dupe. Ich habe den Dupe. Du hast das Original und du hast den Dupe. Also du liegst richtig. Du hattest als allererstes das Original auf dem Streifen. Ja, okay. Und was halt auch noch wichtig ist, auf der Haut wird das Ganze vielleicht auch so ein bisschen anders rüberkommen, wie auf dem Streifen. Aber wir haben jetzt nicht so viele Hautstücke frei, wo ich jetzt hier sprühen kann. Aber machen wir vielleicht mal mit Haut. Aber ich muss schon sagen, ich fand den wirklich schwächer. Also ich weiß jetzt nicht... Du findest den schwächer, den du jetzt hast, den Dupe. Den Dupe finde ich schwächer. Finde ich auch. Also vorhin, als ich gesprüht habe, fand ich auch, dass der stärker war. Der Dupe, der hier zum Einsatz kam, war von Eclat. Ich werde unten alles verlinken, damit ihr wisst, um was es sich handelt. Okay, kommen wir zum nächsten. Ihr könnt die Streifen wegwerfen. Weg damit. Assistenz, vielen Dank. Merci. Okay, Aventus. Oh. Aventus. Du bekommst die Nummer 1, du bekommst die Nummer 2. Ich schau gleich... okay. Also da. Unten wird verlinkt. Ihr werdet, also die Zuschauer sehen jetzt, wer jetzt gerade das Original hat. Also ihr seid einen Schritt voraus. Also mein Aventus, ich nenne ihn jetzt mal Aventus, ich weiß es ja nicht. Es ist beides Aventus. Er riecht auf jeden Fall frisch. Er riecht nach Zitrus, also so ein bisschen zitronig, frisch. Mhm. Auch sehr maskulin. Mhm. Und ich würde schon sagen, er riecht nach Aventus. Also man würde jetzt nicht... erkennen, ob es ein Dupe ist oder nicht. Ich weiß natürlich noch nicht, wie der andere riecht. Ja. Aber riecht für dich nach Aventus. Für mich ist das Aventus, ja. Mhm. Stärke vom Duft, also ist der stark? Schon stark, ja. Okay, du? Also meiner riecht auch zitrisch, bisschen rauchig. Mhm. Also ich würde auch sagen, wenn ich jetzt keinen Vergleich direkt habe, würde ich auch sagen, okay, das ist Aventus. Aventus. Okay, gut, ihr könnt jetzt erst entscheiden, wenn ihr getauscht habt. Ich würde jetzt sagen, ihr tauscht jetzt. So. Also es ist jetzt mal ohne Witz, okay, es ist nicht einfach. Ich weiß es, glaube ich. Auch. Okay, ja. Darf ich anfangen? Ja. Der riecht einfach einen Tick rauchiger. Darf ich jetzt schon sagen, was ich denke, was ich in der Hand habe? Lass Oder ja, okay. Also ich sag,
Ich habe den Dupe. Okay. Du? Ich habe das Original. Also ich würde auch sagen, ich habe das Original. Mhm. Ich finde der also ich finde den, den Olli hat, der riecht auch ein bisschen synthetischer. Der riecht so ein bisschen künstlicher. Mhm. Der riecht mehr nach Zitrusfrucht. Mhm. Der ist einfach ein bisschen Aber der ist also ich finde den kräftiger. Mhm. Ja, das stimmt. Aber der riecht subtiler und irgendwie angenehmer. Ich finde, der riecht einfach hochwertiger. Okay, ja, und welcher ist jetzt rauchiger? Der hier. Der ist rauchiger. Okay. Weil bei Aventus ist es ja immer so eine Sache mit den Batches. Es kann ja sein, dass ein Batch irgendwie fruchtig ausfällt, dann kann es sein, dass ein Batch wieder mehr rauchiger in die rauchige Richtung geht. Deswegen, aber okay. Du sagst, du hast das Original. Ja. Du sagst, du hast den Dupe. Ich hab also den Dupe. Ihr seid euch einig? Ja. Ich decke auf, beide haben recht. Yes. Du hast das Original und du hast von Armav Club de Nuit Intense Man. Gut, dann würde ich sagen, weiter geht's zum nächsten. Ihr könnt die Dinger wegwerfen. Assistenz, vielen Dank. Okay, das ist jetzt auch ein Duft, da wurde ich so oft gefragt, ob es einen guten Dupe gibt. So oft. Und zwar geht es um Baccarat Rouge von Maison Francis Courtin. Und wir haben hier einmal einen Streifen, nochmal einen Streifen. Ich muss kurz gucken, welcher jetzt was ist. Okay. Ich glaube, ich weiß es schon. Ja. Aber Baccarat, muss man ja sagen, das ist ja Jonas sein Lieblingsduft. Ne? Ja, du liebst doch Baccarat. Du liebst ihn. Also im letzten Ranking-Video habe ich ihn gut gerankt. Ja, das stimmt. Muss ich dazu sagen. Ja, aber in der Parfümerie fandest du ihn ganz süß. Ja, da fand ich ihn wüst. Aber er ist toll. Soll ich anfangen? Soll ich mal ein bisschen beschreiben? Also ich würde halt mal wieder sagen, das riecht nach Baccarat. Du hast die Nummer. Ich habe die Nummer einfach 1. Um sicher zu gehen hier, dass ich nichts Falsches sage. Also ich würde, ich fange an, okay. Ich würde sagen, er geht leicht in die Richtung Baccarat, aber er hat so einen Tick, was ist das, Kokosnuss oder so, hat der. Und eigentlich riecht er eher so ein bisschen blumig, so fast so ein bisschen blumig, Kokosnuss. Er hat so leicht die Baccarat-Vibes, aber ich sag jetzt mal, die anderen Dupes, die waren schwerer zu erkennen als jetzt der hier. Okay. Also du sagst, du hast direkt schon den Dupe. Genau, du sagst, sagen, das ist nicht Baccarat. Das ist nicht Baccarat. Also ich würde sagen, das ist Baccarat. Also von daher bin ich mal gespannt, wenn okay, wir jetzt okay, du sagst, tauschen. Du hast das Original. Gut, tauscht mal. Das ist nicht Baccarat. Das ist nicht Baccarat. Niemals. Und der riecht... Ich bin so beruhigt. Also der riecht richtig billig im Gegensatz zu dem, finde ich. Also jetzt mal ohne Witz für die Zuschauer da draußen, die beiden wissen nicht, was hier auf den Streifen ist. Die wissen das wirklich nicht. Das ist hier alles anonym abgelaufen. Ich habe mich eingesperrt im Parfümzimmer und ich habe gesagt, geht raus, ihr dürft nicht sehen, was ich jetzt hier sprühe. Weißt du, wie der riecht? Der riecht wie so ein billiger Kaugummi aus so einem Automaten, der schon seit 30 Jahren an irgendeiner gammeligen Hauswand hängt. Echt jetzt? Ja. Okay. Riechst du auch Kokosnuss? Ja. Der riecht so Tropical Kokosnuss. Genau. Bisschen Sonnencreme vielleicht. Ah, okay. Stimmt. Aber man muss sagen, der Duft an sich ist nicht schlecht. Mhm. Er ist nicht schlecht, er riecht gut. Ja. Er riecht gut, aber ist jetzt halt kein... Er geht vielleicht in die Also ich Richtung. Würde ihn, ich würde ihn jetzt... Wahrscheinlich würde jetzt jemand zu mir sagen, guck mal, ich habe hier Baccarat Rouge, riech mal. Mhm. Dann rieche ich an der Person oder an irgendwas, einen Streifen oder keine Ahnung was. Dann würde ich sagen, nee, das ist ein Dupe. Genau. Okay. Und noch ganz kurz, ich finde... Hier rieche ich wieder die Sellerienote raus. Welche Sellerienote? Baccarat Rouge hat die Sellerienote. Also du bist irgendwie Sellerie-Experte, oder? Ich bin der Sellerie-Experte. Noch nie gehört, dass Baccarat nach Sellerie riecht. Schreib's mir in die Kommentare, wenn du auch Sellerie in Baccarat erkennst, bitte. Okay, ich decke auf. Du hattest am Anfang Ariana Grande Cloud, den Dupe in Anführungsstrichen, und du hattest das Original. Und jetzt hast du den Dupe. Genau. Warum habe ich jetzt Ariana Grande reingenommen? Weil ja sehr viele Menschen da draußen sagen, das ist ein Dupe zu Baccarat Rouge. Ich habe ihn mir dann bestellt gehabt. Ich habe den Flakon hier, habe ihn gesprüht und dachte so, nein, wie jetzt? Warum jetzt? Also ich rieche Kokosnuss. Ich finde, er hat einen Baccarat-Vibe, wie du schon gesagt hattest. Irgendwas ist da, aber es ist nie im Leben, würde ich sagen, es ist ein Zwilling zu Baccarat Rouge. Da sind die einfach zu unterschiedlich. Obwohl der Duft an sich alleinstehend ganz okay ist. Also er ist nicht schlecht. Ja, ja. Ja. Weiter geht's zum nächsten. Das ist Metallic von Tom Ford. Liebe ich sehr den Duft. Kurze die Nummer, ja. Mhm. Okay. Also er riecht auf jeden Fall sehr gut. Mhm.
Also ich finde, ich muss auch sagen, ich rieche hier Metallic raus. Das könnte jetzt zum Ford sein. Mhm. Beschreib mal den Duft erstmal. Er riecht so ein bisschen, er hat so eine Metallnote. Er hat wirklich so ein bisschen so eine Metallnote, so ein bisschen so ein Schwimmbad-Vibe, so Pool-mäßig. Ja, ich finde, ich rieche auch Schwimmbad, oder? Ja, ich wollte gerade sagen, ich finde, der riecht nach Duschgel. Hä? Okay. So ein frisches Duschgel. Ja, aber das ist so mein, so ein Chlor. So ein Chlor-Duschgel. Ja, ja. Also das ist, man ist den ganzen Tag im Schwimmbad, in der Therme. Ah, okay. Und danach, am Abend, geht man dann irgendwie unter die Dusche und dann wäscht man sich das Chlor ab und dann hat man vielleicht noch irgend so ein günstiges Duschgel. Und diese Kombination mit diesem Chlor und dem günstigen Duschgel, das ist quasi der Duft. Aber du findest, er riecht günstig? Ich finde, der riecht jetzt günstig. Okay. Aber Chlor riecht ja auch nur so, weil da die ganzen Leute ins Becken... Was? Das halte ich für was. Ich gehe nie wieder in einen Pool, der nicht mir gehört. Also nicht, ich gehe nur noch in meinen eigenen Pool, aber an der Stelle, ich habe keinen eigenen Pool. Aber wenn, ich gehe jetzt nur noch in meinen eigenen Pool. Danke für die Information. Badewanne. In die Badewanne, das war's. Okay, tauschen wir mal. Ja, tauscht jetzt. Genau, und dann sagt bitte, welcher Duft ist das Original? Boah, das ist schwer. Ich finde, bei dem ist es echt nicht einfach. Also ich würde sagen, der riecht weniger nach Duschgel. Und ich würde sagen, der riecht auf jeden Fall hochwertiger und teurer. Mhm. Der ist kräftiger, ne? Meiner ist kräftiger, ja. Mhm. Ja. Also ich würde auch sagen, ich habe jetzt den Dupe, aber ich kann es nicht 100% sagen. Ich würde sagen... Schwer. Ich finde es auch 60% schwer. 60% liege ich richtig. Ich würde sagen, ich habe das Original. Mhm. Zur Sicherheit gucke ich nochmal nach. Aber sie riechen verdammt ähnlich. Gut, von der Haltbarkeit können wir jetzt nicht sprechen. Wir sprechen jetzt nur vom Duft. Ich glaube, ich muss den mal in ein Dupe-Video reinnehmen, den Duft. Also, mach ich. Also ich würde sagen, ich habe den Dupe, du hast das Original. Ja. Und schauen wir mal, was aufgelöst wird. Du liegst richtig. Du hast das Original und du hast den Dupe. Am Anfang hattest du das Original und du den Dupe. Genau. Ist richtig gut hier. Ihr seid mega. Ja, richtig gut. Ich glaube, wir müssen auch bald ein paar Film-Channel machen. Aufmachen. Ja, ja. Feine Näschen. Dann schmeißen wir sie raus. Ja, dann übernehmen wir hier alles. Dann setzt ihr euch so eine blonde Perücke auf und sagt, hallo, mein Name ist Angelina Patchouli. Warte. Hallo, mein Name ist Angelina Patchouli. Willkommen auf diesem Duft. Hallo, mein Name ist Angelina Patchouli. Willkommen auf diesem gut duftenden Kanal. Heute geht es abonnier diesen Kanal. Also bitte ein Abo dalassen, ja? Bitte ein Abo dalassen und bitte einen Daumen nach oben. Ja, ihr macht das super. Also ich glaube, wenn ich mal keinen Bock habe, ein Video zu machen, dann nehme ich einfach euch. Ihr kriegt eine blonde Perücke und dann war's das. Ja, fällt keinem auf. Super, also ich habe echt feine Näschen hier. Genau, wir sind am Ende des Videos angelangt. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch. Mir auch. Müssen wir nochmal neu machen, genau, weg mit den Streifen. Wir werden das Ganze auch noch mit Damendüften machen. Also ich habe auch Dupes zu Damendüften. Und genau, da werden die zwei mir auch helfen bei dem Video. Genau, jetzt nehmen wir dein Video auf. Ja. Wir machen Blind Tasting. Ich muss jetzt hier tasten, was er mir gibt auf dem Löffel. Gleich. Also nicht geruchsmäßig, sondern ich werde das... Jetzt wird ein anderer Sinn angesprochen. Okay, ich muss... Das ist der Geschmackssinn. Okay, ich muss probieren. Gut. Dann danke, dass ihr bei diesem Video dabei wart. Lasst mir einen Daumen nach oben da, falls es euch gefallen hat. Und abonniert natürlich diesen Kanal, falls du auch ein Parfümfreak bist, so wie ich. Genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.